Wir berichten live aus der Mii-Präfektur im Süden der japanischen Insel Honshu, wo ein Rennen stattfindet, bei dem im Laufe der Jahre viele Titelentscheidungen gefallen sind. Einige waren klar, andere extrem umstritten, aber alle haben dazu beigetragen, dass der große Preis von Japan aus der Formel 1 nicht mehr wegzudenken ist. Eine Runde dieser historischen Strecke ist knapp 5,8 Kilometer lang. Es ist das einzige Mal in dieser Saison, dass wir auf einer 8 fahren. Auf die Fahrer warten in Suzuka extreme Schwerkräfte und die Strecke bietet in einigen Kurven die höchsten Geschwindigkeiten der gesamten Saison. Aufpassen muss man vor allen Dingen in der letzten Schikane, denn da wird oft und viel überholt. Ich heiße abermals Stefan Römer willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Wollen wir zum Einstieg kurz über Charles Leclerc reden? Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Norris, Daniel Ricciardo und Albon, Vettel, Sainz, Ocon und Lance Stroll. Perez, Quert, Pierre Gasly und Giovinazzi, Magnussen, Russell, Mick Schumacher und Charles Leclerc. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Richards, Raikkonen, King und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Und ja, der gute Charles Leclerc ist der Einzige tatsächlich mit einer Zeitstrafe, der da irgendwie mit was zu tun hatte. Und ja, schade. Er ist ja, dadurch, dass er halt wirklich der Einzige ist, muss man, steht er zumindest mal um uns rum. So, Strategie rückgängig machen. Der sagt mir 8 Runden auf Dings. Ja, da fahren wir 5 Runden auf den Dings, auf den roten. Passt so. So, ausgewählte Strategie. So, 17,5. Ich nehme mal ein bisschen mehr Sprit mit. Und dann gehen wir rein. Rennen Nummer 18, Japan. So, in Russland hat genau diese Strategie hier funktioniert, mit den Medium zu starten, am Ende aufs Soft zu gehen. Die Frage, was passiert hier heute jetzt? Is good, but we need to learn the gears, so go into each one when you can. We're gonna need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. So, Charles Leclerc steht direkt vor uns. Das wäre gar nicht so schlecht, weil das direkt unser Teamkollege, unser Rivale, unser großer Rivale in dieser Saison ist. Ob wir den diesmal packen können, weiß ich nicht. Das müssen wir beim Start ein bisschen hoffen. Und dann haben wir vielleicht einen Vorteil zu haben. Weil die ganzen Softfahrer müssen ja vorher rein. Vielleicht haben wir Glück. Auch mit dem Safety Car und alles drum und dran. Mal gucken, wie es rein läuft. Das wäre natürlich schön. Runde 8 direkt das Safety Car raus. Dann auf den Stop ziehen. Bisschen den Vorteil haben mit den Soft und dann vielleicht mal vorne anzugreifen, was die Richtung Punkte betrifft. Und Platz 19 wird, denke ich mal, ein bisschen schwierig werden. Aber komm, schauen wir einfach mal, ne? Sprit genug sollte an Bord sein. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Wie gesagt, wir fahren einfach die Russland-Strategie auch ebenfalls. Mit dem Unterschied, dass wir diesmal einen, beziehungsweise zweimal durften, wir dreimal durften von hinten starten. Und zwar das erste Mal in Ungarn, dann in Großbritannien, da war es aber, glaube ich, die Qualifikation, wo wir es versaut haben, und jetzt hier das vierte Mal insgesamt. Das ist in Russland, dürfen wir nochmal hinten starten, aber hier war es auch nur die Quali. Russland ist der Bauteilwechsel, genau wie in Ungarn. Ähm,
da in so in Ungarn als in Russland war Kimi, der uns echt einige Plätze aufgekostet, der uns wahrscheinlich einige Plätze gekostet hat, weil der uns übrigens aufgehalten hat, 2, 3, 4 Runden lang. Und ja, mal gucken, wie gesagt. Also 13 Runden, die uns jetzt gleich ins Rennen anstehen hier. In Suzuka. Dann gucken wir einfach mal. Vielleicht schaffen wir so einen guten Start. Ich hoffe, dass ich direkt an Leclerc vorbeikomme. Vielleicht noch an Mick. Mal gucken wir mal. So. Start im 18. Saison. Ja, der Start ist gut gelaufen auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal den einen oder anderen Platz mitgenommen. Ich muss jetzt ein bisschen zurückziehen. Das war mir klar. Dankeschön. Weißt du, du fährst normal in den Start und wirst dann von deinem Rivalen ausgenockt. So. Also da konnte ich jetzt echt nichts dafür, dass der Charles mir da jetzt gerade so ins Auto gesondert ist. Die beiden Haas hatte ich auch schon eigentlich relativ schnell geknackt, aber die sind am Ende dann doch ein bisschen zu heftig gewesen. Aber der Start ist schon mal jedenfalls gut erfolgreich gelungen. 2 Autos haben wir kassiert und direkt da, wo ich hin wollte, bin ich vor mit unseren Teamkollegen. So, erstmal den nächsten Haas. Und das ist George Russell gewesen. Aber direkt mit kassiert und so mehr Autos ich hinter den zwischen mich und den Ferrari bringe, umso besser ist es. Direkt in der Haarnadel in den Haas weggeholt. Der wird aber jetzt den Konter setzen. Es ist nicht. Das ist George Russell, der jetzt. Right. Oh, der ist aber schön vorbeigeflogen. Mick verpisst sich da auf der Position. So, jetzt sind wir weg damit. Die Position wieder zurückzuholen. Jetzt sind wir wieder 16 da und haben wir immerhin 3 Plätze gewonnen. Und der erste in die Box ist George Russell, der scheinbar doch was abgekriegt hat. Ich hatte gehofft, ich krieg den Leclerc ein bisschen weggehalten von mir. Dadurch, dass ich da 2 Autos dazwischen habe, weil der jetzt unseren Kollegen angreift, unseren Teamkollegen ein bisschen angreifen möchte. Aber wie gesagt, warum macht der Leclerc so einen Move da, der direkt am Anfang, weißt du, der haut nah dazwischen. Also wie gesagt, komm, halt ihn ein bisschen auf, halt ihn ein bisschen dahinter. So, nächstes Auto wäre Jan Magnussen. Kevin Magnussen. Jan Magnussen ist der Papa. Den ich ja auch noch aus meinen eigenen persönlichen Anfängen bei Formel 1 kenne. Ich war ja mein erstes Event 1997, damals in N64. Und da fuhr auch ein gewisser Jan Magnussen. Und da fuhr auch Jos Verstappen, die beiden Söhne. Sekunde, ich hatte mich mit hier, aber auch Michael natürlich. Klar. Ach, Glück gehabt. Weil ich wollte Mick jetzt nicht abschießen. Also ab in die 130er mit 2 Autos nebeneinander. Beide Browner nebeneinander. Aber reicht auf jeden Fall, um vorne ein bisschen zu bleiben. Und wie gesagt, solange der gute Herr Leclerc. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Ja, das sind wir halt nicht. Wir wechseln in den Stop und 5 Runden. Bis dahin müssen wir zu gut halten. Also 3 Autos haben wir schon mal kassiert, wenn es da im Start. Nämlich Leclerc, Schumacher und Russell. Die haben wir alle drei haben wir so geholt.
Wir hängen jetzt natürlich ein bisschen vorne weg. Klar, drücken sie und drücken sie und drücken sie und müssen sie. Wir wollen da vorbei. Zwischendurch waren wir mal hinter Leclerc. Bin aber auf der Geraden nochmal, also das war so kurz vor der letzten Halle, vor der letzten Schikane nochmal gekontert haben nach der 130. Ja, dann parallel in die 130er rein. Und da hat er dann am Ende gesagt, ich ziehe zurück. Leclerc hat also Gott sei Dank keine Schnitte gegen unseren Start, hat aber den Fehler gemacht und uns dann weggehauen. So dass wir eigentlich quasi hätte aufgeben müssen schon nach den wenigen Kurven. Aber da ich euch das Rennen komplett zeigen will, bleibe ich natürlich dabei und setze eine Rückwende ein. Also meiner Meinung nach war es ein Fehler von Leclerc, der da einfach reingestochen ist, einfach reingehauen hat. Let's use overtake and burn some of this energy. Kollege, ich bin komplett auf der Überholtaste. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu verteidigen gegen unseren Kollegen da, der da echt dran ist. Und solange ich die Jungs da hinter mir ein bisschen halten kann. Jetzt wird er versuchen, natürlich anzugreifen. So, ich bleib hier jetzt ein bisschen. Boah, Mick macht da jetzt keinen Scheiß draus, bitte. Lass mich jetzt einfach mal bitte. Das war mein eigener Fehler. Fuck! Rennen gelaufen. Da bin ich bei den letzten selber mit zu zweit rausgekommen. Ich mag die Strecke überhaupt nicht. Rankommen wir eh nicht mehr. Es geht jetzt gerade nur ein bisschen im Weg. Hör doch mal auf, da reinzuhalten und reinzustechen. Das reicht mir manchmal. Ja, vielleicht haben wir Glück, 4 Runden noch Safety Car dann irgendwie zu holen. So, Magnus sind wir schon gar nicht weg. Wie gesagt, ich war ja eigentlich schon vorbei an den am Hasen. Die ziehen mir gerade übelst weg da vorne. Rückstand haben wir dann 7,3 Sekunden. Gut, wir haben auch die langsamen Reifen. Und B, vielleicht noch mal ein bisschen Glück. So, Mick wird es jetzt gleich erneut probieren. Aber diesmal lasse ich ihn nicht in die Situation und nicht in die Möglichkeit kommen, da irgendwas zu machen, irgendwas zu probieren, riskieren, wie auch immer. Und jetzt wird er natürlich reingehen. Aber das Problem ist, dass der rote Renner dahinter ist. Ich bleibe jetzt natürlich voll auf meine Spur. Na, natürlich bleibe ich da jetzt knallerhart. Ich weiß, dass er neben mir ist, dann lasse ich natürlich rein in die Lücke, aber wenn ich die Chance habe, da ein bisschen rüber zu gehen und ein bisschen weg zu blocken, jetzt hat er das Duell, Leclerc probiert an Mick vorbei und jetzt habe ich natürlich meinen Abfangjäger dahinter mir weg, weil Leclerc natürlich an Mick durch ist. So, Leclerc hat jetzt ein Plätzchen geworden, mir sogar drei. Die Frage, wie weit Fahrer des Tages, ja, in Russland haben wir es hingekriegt. Ob sie möglich ist, weiß ich nicht. Müssen wir gucken. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft, weil ich jetzt ein bisschen rauskomme aus dem Fenster. Ich hoffe, dass der Mick jetzt gleich dann so rabiat noch gegen Leclerc reingeht. Aber das Problem mit Leclerc ist natürlich jetzt gleich im DRS-Fenster, der jetzt natürlich richtig angreifen will. Er wird sich jetzt den zweiten Haas auch noch zweite Auto von uns auch noch knacken. Okay, keep on him. He might make a mistake. So, ich greife natürlich wieder an, gehe wieder dazwischen. Das ist der Vorteil mit den in der Situation mit der Schikane, dass ich da noch reingehen kann. Und reicht noch einfach verzichten. Zwei Runden noch. So, jetzt holt sich Mick hoffentlich wieder Leclerc. Und solange ich da hinten bekämpft. Ich habe natürlich den Vorteil am Ende mit den deutlich schnelleren Reifen. Das Einzige, was jetzt noch richten könnte Richtung Punkte, wäre ein Safety Car. Ich vermute, das Einzige, was halt jetzt was an dem Rennen noch passieren wird, ist,
hoffentlich, hoffentlich die Lücke da vorne zu fahren gegen Tony Giovinazzi, der jetzt wieder schon auf 11,5 Sekunden weg ist und wir echt nur aufpassen müssen, dass wir nicht nach hinten gesnackt werden, wenn wir gerade den Rest des Feldes da dran haben. Ohne übrigens George Russell, der ja schon in Runde 1 rein musste und damit dementsprechend raus ist, was die Strategie betrifft. Wahrscheinlich auf hart unterwegs. Also dieser Safety Car ist so das Einzige, was es jetzt noch retten kann. Was es jetzt auf den Arsch retten könnte. So, ich komme jetzt wieder ein bisschen weg von Mick. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich meinen Abfangjäger da mit drin habe. Also. Im Start direkt zwei Autos kassiert, so wie ich das wollte. Ich wollte schon von mir, ich war ja schon vorbei an den Haas. So, dem ging die Stricke aus. auf der Außenlinie. Mick. 12,0 Sekunden, also der zieht mir eher mehr weg. So, wir haben noch zwei Runden, dann gehen wir rein. Ja, natürlich jetzt vorne schon ein bisschen was reingeht. Ein Ferrari auf jeden Fall drin, das ist Sebastian Vettel. Und der nächste ist Carlos Sainz, der jetzt vor uns ist. Aber schon seinen Stop auf Medium gemacht hat. So, momentan 13. ist Ricciardo mit der schnellen Runde. Jetzt muss er aufpassen. Car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead, they're running medium tires. Dieser einzige Safety Car kann uns jetzt irgendwie noch den Arsch retten. Ich kann aber nicht drauf spekulieren, wenn ich weiß, dass kein Safety Car kommt, brauche ich auch nicht irgendwas zu riskieren, so lange zu sagen, okay, ich fahre so lange, wie es geht. Wir werden eh danach fahren, also fahren jetzt noch die Runde zu Ende, also die jetzt hier noch und dann noch eine. Und dann gehen wir auch rein, dann gehen wir nämlich aufs Soft und dann hoffe ich, falls ich was halt auch retten kann, wie so ein Safety Car. Aber, naja, vorher ziehen wir dann auch noch nicht in die Box gehen. Aber dann hätten wir die Softreifen drauf und könnten jetzt riskiert Smick, der geht jetzt auf der 130 eher daneben, hat keine Chance da reinzugehen, weil er es einfach nicht riskiert, dass da eine Kollision kommt. Das ist auch ziemlich heftig, ich hätte den Platz gelassen, also es hätte mit zwei Autos nebeneinander gepasst, das hat er eben schon mal gepasst. Und jetzt geht sie nämlich rein. Mick jetzt in die Box. Mick is in the pits. Mick in the pits. Und jetzt rutschen wir auch nicht ein Stück da vorne, was die Punkte betrifft, eh nicht. We want to pit this lap, so push now. So, Esteban Ocon, der jetzt nochmal rein will, beziehungsweise nochmal was versuchen will. Ich kriege ihn mitgenommen. Hinter uns jetzt ist Latifi. Ja, da muss man aufpassen. Da hängen wir Vettel da mit drin. Der Vettel ist eh schon drin gewesen, Latifi war noch nicht. Der Tiffy war auch direkt dahinter, hinter Mick und der Charles Leclerc. Ich werde jetzt auch natürlich kontern. Ich werde jetzt auch sagen, ich gehe jetzt in die Box. Vielleicht haben wir ja Glück und können jetzt ein bisschen was machen. Wir haben ja noch fünf Ründchen. Box ist offen, Box ist frei. Das zeigt das blaue Kästchen, was da unten ist, an. Dass ich jetzt in die Box rein darf. Wie gesagt, Latifi war noch nicht drin. Jetzt geht er nämlich mit rein. Ich bleibe natürlich jetzt auf jetzt erstmal auf Standard. Ich fahre natürlich jetzt gleich raus wieder. Nehmen wir unsere Box hinter dem Mercedes. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, go, go. Könnte. Oh! Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schief gegangen irgendwie. Weil die Boxenstrategie schief gegangen. Das hat nicht funktioniert.
weil Leclerc und Schumacher vorbei sind. Sorry, das mit dem Rausfahren war uns keine Absicht. Da bin ich ein bisschen sehr weit rausgekommen. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass wir wieder mit den frischen Softs, mit dem frischen Red Sea die Chance haben, vielleicht doch noch eine oder andere Position zu holen, weil Mika momentan auf 17 fährt. Und vor uns ist, das heißt, die drei Autos vor uns, die sollten eigentlich nicht da sein. Wir haben noch 4 Runden Zeit. Gut, die frischen Reifen sollten es durchaus reißen können. Also frischen, schnellen Reifen. Russland hat diese Strategie gepasst. Aber wie gesagt, hier wird es ein bisschen anders werden. Und damit haben wir 3 Plätze tatsächlich durch die Strategie verloren. Use your overtake button. So, erstmal das Auto vor uns. Dann hoffe ich, dass der Mick so noch ein bisschen Abfangjäger gegen Charles Leclerc spielt. Und den noch ein bisschen weghält, damit ich ihn vielleicht auch nochmal angreifen kann. Sorry, das war eine leichte Berührung. Sorry, das war keine Absicht gegen King. So extrem. Jetzt muss ich natürlich aber wieder hoffen, dass ich ein bisschen rein. Komm, ich halte mir den Leclerc ein bisschen weg. Das ist das einzige Auto, was ich noch passieren will. Leclerc fährt auf hart. Dadurch, dass es möglich ist, noch zu kassieren. Five laps of fuel remaining. Klar, wenn wir erstmal reinkommen, erstmal rein. We're increasing our gap on the car behind by around a second a lap. Safety car wird es natürlich jetzt nicht mehr geben, aber. Können wir tatsächlich noch irgendwas reißen? Wir sind jetzt 19 da. Das ist ja momentan das Problem, dass wir genau auf der Startposition. Beide Autos vor mir, die haben wir ja zwischendurch mal gehalten gehabt. Also die Strategie ist komplett schief gegangen. Wir kommen auch gar nicht ran. Die ziehen jetzt sogar weg. Keep managing your tires. Manage your tires. Ja, jetzt bin ich in Ruhe. Ja, du hast Bestzeit. Es bleibt bei 2, irgendwas Sekunden, es geht über 2 Sekunden. Klar, aber wie gesagt, Mick versucht vorne wegzuziehen, der macht das natürlich nicht. Und Leclerc, der ist dahinter. Ich habe gar keine Chance, weil die da auseinander kleben. Ich hoffe, dass der Mick, wie gesagt, den noch ein bisschen aufhält. Was die Strategie betrifft, ich kann das ja gar nicht. Some information on Latifi, they're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Kimi ist jetzt das Auto noch hinter uns, ja, der will auch nochmal. Der will da mitspielen, aber ich hoffe, dass du jetzt. Komm, Mika, bremst du noch mal ein bisschen ein. Das geht immerhin noch ein bisschen um. Immerhin noch ein bisschen um die Rivalität mit mir und Charles. Den will ich nämlich noch kassieren.
letzte Runde. Das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ich muss jetzt aufpassen, dass mich der Kimi dann noch nicht noch wegflext. This is your final lap of the race. Das war doch einfach nur mal Auto überholt. Vergiss es, das kriege ich nicht mehr hin. Tatsächlich geschlagen von Mick und von Charles Leclerc. Wir haben ja gar keine Chance gehabt, da irgendwie nochmal reinzukommen in die Situation. Es sei denn, er bremst halt so hart, jetzt sind wir nochmal weg. Aber wie gesagt, solange Kimi wieder hinter mir klebt, muss ich da auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht reingereicht werde. Dann wird es am Ende in Japan. Sogar 3,1, haben jetzt eine Sekunde anderthalb verloren. Und dann ist es am Ende Platz 19, nur. Kimi, King, Latifi. Lewis holt sich den Sings, gewinnt das Rennen hier in Japan. Keine Chance, dass ich gehofft hatte. Ich hatte ihn ja bis zum Boxenstopp. Ich hatte bis Runde 8, Runde 9 hatte ich hinter mir. Und dann haben sie Sunderman mit der Strategie gekappt. Ich hätte den Boxenstopp mitziehen müssen. Dann wäre es vielleicht möglich geworden. Mit der Mick da mit Mick 17 und wir werden auch immer noch auf 19. Was verlieren wieder Zeit gegen die in der Rivalität. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Und damit geht ein weiteres Jahr der Formel 1 zu Ende und ein neuer Weltmeister ist gekürt. Ein weiterer Eintrag in die glanzvolle Liste der herausragendsten Fahrer dieses Sports. Ja, der ist sogar Weltmeister, Bottas. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Was für eine fantastische Saison. Scheiße, das rennt die für überhaupt nicht. Das ganze Wochenende fand ich gar nicht. Was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber es ist halt einfach nicht aufgegangen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ja, Daniel Ricciardo hat mich heute definitiv beeindruckt mit seiner unglaublichen Leistung. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, leider, das ist für uns einfach momentan nichts drin. Es ist nur Platz 17 und 19, geschlagen von unserem Rivalen, geschlagen von dem Kollegen, ein schwarzes Rennwochenende. Was absolut nicht funktioniert hat, auch die Strategie ging nicht auf. Es hat einfach heute oder dieses Wochenende nicht sollen sein. Aber wie gesagt, ich sage ja, Japan ist nämlich kein gutes Pflaster. Da fehlen halt momentan die Rennsiege. Oder die Ergebnisse und das war wieder ein Rennwochenende ohne Punkte. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Ja. Was aus Ihrer Sicht? Nicht gut. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? So. Ihr Teamkollege war heute besser. Lag das am Setup oder hatte es andere Gründe? Ja.
Wo glauben Sie, werden Sie stehen, wenn alle Teams ihre Wagen an die neuen Regeln der nächsten Saison an... Gucken wir mal. Das war ein knappes Rennen. Wie stehen Sie zueinander? Das wird nicht einfach werden. Klasse, das war dann alles. Ich spare mich erst die Kohle auf jeden Fall zusammen, weil ich, wie gesagt, nächste Saison gerne einen neuen Teamkollegen hätte. Wenn wir dann vielleicht die Möglichkeit haben, dass Mick zu Alpha geht. So als Idee. Und wir dann den nächsten Schritt machen können. Also wie gesagt, Podiumsplatzierung war beide nicht. Schnellere Runde, ja. Charles hat es definitiv clever gemacht. Es fehlen noch 6 Punkte, aber noch 2 ausstehenden Wochen. So. Ich wollte bei einem Rennen 5 verschiedene Fahrer. Ja. Ich hoffe, im Team haben wir genug Geld bekommen. So, da würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann geht's, glaube ich, nach Mexiko.